Blumenkohl, Kokossuppe mit Hähnchen, Nibelinöl, Klammer zu, Salz, I, Zucker, Iren, GF, 6 Gramm KH mit Kochenlin, Tomaten, Pfennen, Aen und alles Licht, Möhren, E-Mark, kurz, U geben, mit Huf kochen und hüllen, fertige abschmecken, Gelangkornreis, 1 Salz, 11 Blumenkohl, Klammer auf, ca. 1 Kilogramm, Klammer zu, 1 Gramm. Minus 3 Zwiebel 1 eine Knoblauchzehe 1 rote Paprika 2 Esslöffel Öl 1 eine türkische Lira Currypulver 1700 ml Nüssebrühe-Dose ungesüßte Kokosmilch 71 Klammer zu 1200 Gramm Hähnchenbrustfilet Personen 1,40 Zubereitung Tion ca. 310 Kilokalorien 19 Gramm EW 8 Gramm F 42 Gramm KH Reis nach Packungsangabe in kochendem Wasser garen. Den Blumenkohl putzen in Klei, essen, teilen und waschen. In wenig kochen i. 1 Wasser in 5 bis fest garen. Abgie. D. Abtropfen lassen. Zwiebel schälen und würfeln. Den Knob. Schälen und fein hacken. Die Paprika putzen und in feine Streifen schneiden. 3. Das Öl in einem breiten Topf erhitzen. Zwiebel, Knoblauch und Paprika, darin kurz andünsten, Curry darüber stäuben, unterrühren mit Brühe und Kokosmilch ablöschen, die Suppe 8 köcheln, das Hähnchenfleisch in feine Streifen schneiden dazugeben und 3 bis mit garen, den Reis abgießen, Blumenkohl und Reis in die heiße Suppe geben, gut zu wissen Blumenkohl warum ist Blumenkohl weiß, sobald Blumenkohl Licht ausgesetzt ist, verfärbt er sich gelb. Braun bis violett, weil aber die meisten Menschen ihn schön weiß mögen, gibt es Züchtungen, bei denen die Blätter so wachsen, dass der Kohl automatisch bedeckt wird. Er ist nicht lange lagerfähig. Frisch riecht er nicht, lassen Sie also beim Kauf Ihre Nase entscheiden. Heben Sie ihn nicht länger als 3 bis 4 Tage im Gemüsefach des Kühlschranks auf. Falls er doch schon nach Kohl riecht, schafft Zitronensaft oder Weißwein im Kochwasser Abhilfe.